Hallo und herzlich willkommen bei den Maltisch am Mittwoch Tutorials, den Mamtus. In dieser Videoserie zeige ich euch Bemalanleitungen, wie ihr eure Miniaturen mit relativ einfachen Schritten und auch ein paar kleinen Spielereien so verfeinern könnt, dass sie auf dem Spieltisch richtig gut aussehen. Es sind Techniken, die ich selbst auch einsetze, um meine eigenen Armeen zu bemalen und genau so auch aus der Praxis gegriffen. Sowohl einfache als auch etwas anspruchsvollere Techniken werden bei mir umgesetzt und Schritt für Schritt erklärt. Wenn ihr Bock habt auf so ein Tutorial, dann bleibt dran. Im Titel habt ihr ja gesehen, worum es heute geht, und ich würde sagen, das Tutorial gibt es direkt, wie immer, nach dem Intro. Dann beginnen wir mit unserem Banner-Tutorial. Wie bemale ich Banner? Was gibt es für Möglichkeiten und wie könnte ein Banner aussehen? Dieses hier ist ein Resin-Banner von ForgeWorld. Das ist noch nicht gewaschen, noch nicht begradigt, noch nicht versäubert. Das hat mir der Thalamus aus dem Tabletop-Weltforum zur Verfügung gestellt und daraus soll hinterher ein Ultramarine-Legions-Banner werden. Es gibt verschiedenste Techniken und Möglichkeiten, wie ihr ein Banner bemalen könnt. Die ich als große Kategorien rausarbeiten wollen würde, sind ein einfaches Banner, vielleicht mit einem unifarbenen Hintergrund, wo hier vorne Ordens, Legions oder was auch immer für ein prägnantes Symbol drauf ist. Und der Rest sehr simpel gehalten, wie zum Beispiel das da. Dann gibt es natürlich noch die Möglichkeiert eines etwas komplizierteren Banners, zum Beispiel, wo mehrere geometrische Formen ineinander verbunden sind, wo man vielleicht auch noch mehrere kleine Symbole auf dem Banner zusätzlich hat zu dem Legionsordens- oder Armeesymbol. Das könnte dann sowas sein. Und für diese Banner, diese besonderen, mit besonderer Tragweite oder in manchen Spielen auch magischen Banner, haben wir auf jeden Fall sowas, was fast in Richtung Ölgemälde, Leinwand geht, wo wirklich Szenen dargestellt sind, fast wie ein Foto, da haben wir solche Banner möglich. Und nun kann man sich überlegen, welchen Weg möchte ich gehen? Wie wichtig ist dieses Banner? Wie viele Banner habe ich vielleicht in meiner Armee, die ich dann auch unterschiedlich darstellen möchte? Schön ist es natürlich, wenn man jetzt dann mehrere Kompanien einer zum Beispiel Space Marine Fraktion darstellt. Man hat hier ein einfaches Kompanie-Banner, dann hat man da nochmal ein einfaches Kompanie-Banner und dann hat man nochmal so ein magisches, mystisches Orden-Banner, wo man sich richtig austoben kann. Bei Warhammer Fantasy zum Beispiel oder ähnlichen Systemen haben wir einfache Regiments-Banner und dann haben wir auch noch die magischen Banner, die wir Einheiten geben können. Auch da kann man sich etwas mehr austoben und ihr habt verschiedenste Möglichkeiten, dies zu tun. Beginnen wir mit dem einfachsten. Das unifarbene Banner, auf dem irgendwelche Symbole drauf sind. Da könnt ihr ganz einfach mit Decals arbeiten. Das sind diese Transfer Sheets, sozusagen Transferbilder, nicht Abziehbilder, das ist was anderes. Transferbilder, mit denen ihr einfach auf einen farbigen Untergrund nach dem Bemalen noch das Symbol auftragen könnt, nur noch ein bisschen versiegeln müsst und fertig. Da gibt es zum Beispiel diese von der Horus-Heresie von den Ultramarines und hier die standardisierten Transfers. Hier wäre zum Beispiel jetzt keins dabei, was groß genug ist, um das Banner wirklich flächig zu füllen. Deshalb werde ich hier wahrscheinlich diesen Schritt nicht wählen, beziehungsweise nur ergänzend wählen. Dann gibt es auch bei den Herstellern, zum Beispiel im Games Workshop, viele, viele mögliche Banner schon, die mit Symbolen und schon auch vielleicht Darstellungen daherkommen, die wirklich in das Modell hineingeprägt bzw. gegossen sind. Wenn ihr nicht so ein vorgefertigtes Banner habt oder eures eigenes erstellen wollt, habt ihr die Möglichkeit, mit Plastik oder in dem Fall die Resin-Teilen die Banner zu ergänzen, einen dreidimensionalen Effekt einzubringen. Das heißt, hier könnte man zum Beispiel diese Ultima hier mittig aufbringen. Oder zum Beispiel diese kleine Schrifttafel, in dem Falle umgedreht,
irgendwo noch hier unten ergänzend dazu. Dann gibt es natürlich auch noch, wenn ihr jetzt Plastik habt und das nicht biegen könnt oder Resin euch zu viel Gefahr bietet zu brechen, diese von ForgeWorld hergestellten Etched Brass Rahmen. Das ist Messing in verschiedene Symbole gelasert, auf jeden Fall hergestellt. Diese kann man wunderbar biegen und dann auch an die Struktur vielleicht von diesem Banner anpassen. Hier haben wir zum Beispiel so ein kleines Schriftplättchen, das könnte man hier aufbringen. Wir haben diese ganzen kleinen Zahlen für Truppen oder für Kompanien. Wir haben Ultimas in verschiedensten Formen. Wir haben diese kleine hier, die könnte irgendwo oben darin. Wir haben diese etwas größere. Wir haben diese freistehenden, alles möglich. Alles sowas könnte mit auf das Banner. Da wir uns aber ein bisschen austoben wollen, glaube ich, dass ich einen Schritt anwende, der so ein bisschen in Richtung Tricksen oder Cheaten geht. Denn wir brauchen dafür Kalligrafiepapier. Das knistert jetzt erstmal ein bisschen. Ich ziehe nämlich jetzt mal hier einen Bogen raus. Moment. So. Das ist ganz einfaches Kalligrafiepapier, was man in einem gut sortierten Schreibwarenhandel bekommen sollte. Das ist relativ dünn. Da habe ich ein ganzes Paket, ich glaube 50 Blatt, für 6,50 Euro bekommen. Da fragt ihr am besten mal Dr. G. Ogel, wo ihr sowas bekommen könnt und wie viel das euch kostet. Oder vielleicht habt ihr in eurer Nähe auch ein Schreibwarengeschäft, ein gut sortiertes, und fragt da einmal nach. Dieses Kalligrafiepapier hat nämlich den wunderbaren Effekt, dass es, wenn es von hinten mit Licht beschienen wird oder von vorne mit sehr viel Licht beschienen wird, dass es dann durchscheint und ihr da eure Symbole zum Beispiel auch aufmalen könnt. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier ein Zeichen von diesem Rahmen nehmen möchte und das auf mein Modell aufmalen möchte, jetzt was aufbringen möchte, kann ich genauso gut mein Kalligrafiepapier nehmen. Das sieht man jetzt auf der Kamera wahrscheinlich nicht so gut. Hier das Auflegen, sehr viel Licht von oben drauf scheinen lassen und dann scheint das durch und ich kann das ein bisschen nachmalen. Genauso gut kann ich etwas tricksen, indem ich gegen einen Bildschirm das Papier halte. Da ist natürlich darauf zu achten, was für ein Bildschirm ihr da habt. Und dann Symbole abpauschen kann oder zumindest schon mal die Proportionen besser nachmalen kann. Dann würde das Kalligrafiepapier ausgemalt werden mit normalen Farben und zum Schluss auf das Banner aufgetragen werden. Und so haben wir jetzt hier verschiedene Möglichkeiten. Welche ihr wählt, liegt bei euch. Wir werden die Kalligrafie-Variante im Tutorial wählen. Ich habe nun das Banner vorbereitet. Es ist weiß grundiert. Normalerweise grundiere ich eher grau oder schwarz. In dem Falle weiß, um hier einen guten Untergrund zu erzeugen, der vielleicht, wenn das Symbol was oder das Motiv, was oben drauf kommt, durchscheint, nicht zusätzlich noch abgedunkelt wird. Denn ich habe mir hier das Kalligrafiepapier schon mal ein bisschen zurechtgeschnitten, so in etwa die Form, die wir hier brauchen. Ne, wenn man das einmal umdreht, seht ihr ja schon, steht nur ein bisschen über an manchen Seiten. Und ich habe schon mal grob anskizziert, was ich hier für ein Symbol in etwa vorhabe, drauf zu malen. Das Symbol könnt ihr hier auch nochmal in der Grafik sehen. Das versuche ich jetzt ein bisschen zu reproduzieren mit diesen Symbolen in der Mitte. Ich sehe dann den Adler, die Ultima, dann darunter einen Lorbeerkranz und dann diese ganzen Schrift- bzw. Zahlenplaques mit Blitzen zwischen rechts und links abgeschlossen von Schachbrettmuster in Blau-Weiß. Jawohl. Das habe ich mir so drauf gemalt, dass es ungefähr passt vom Maßstab. Wer jetzt natürlich ganz pfiffig ist, nimmt sich irgendein Motiv, was er in dem Buch findet und paust das hier so durch. Jetzt seht ihr das ja ungefähr. Man kann ein bisschen hier durchgucken, also ihr könnt abpauschen durch das Papier. Das ist schon möglich, wenn ihr ein bisschen cheaten wollt. Und das ist eigentlich auch dieser Gedanke des Cheat-Banners. Ich bemale jetzt dieses Banner
mit schon mal den Grundfarben der Motive und danach wird es auf tatsächlich das Bannerstück aufgetragen. Das Bemalen läuft ganz einfach ab. Ich habe mir 4 Farben rausgesucht. Ich habe einmal Mechanicum Standard Grey für die Passagen, die hinterher silbrig sein sollen, Celestra Grey für das, was später weiß wird, Cantor Blue für den blauen Stoff und Steel Legion Drap für alles, was in diesem Bronze-Goldton wird. Auf Stoff möchte ich nicht mit wirklichen Metallfarben arbeiten, außer es wären jetzt Metallfäden eingearbeitet, aber hier versuche ich das mal mit Non-Metallic Metal sozusagen nachzuarbeiten. Und ich habe hier Agrax Earth Shade für später. Und was auch noch wichtig ist, natürlich Holzleim. Holzleim braucht ihr hinterher auch noch eine ganze Menge. Aber dazu kommen wir, wenn es denn dann soweit ist. Wie arbeite ich jetzt hier mit dem Banner weiter? Prinzipiell ganz einfach. Ich nehme mir eine Farbe. Fange mal mit Weiß Celestra Grey an. Und male diese einfach mal ganz doof auf das Papier. Hier bemale ich aus dem Töpfchen. Da nehme ich das Kalligrafiepapier es nicht mag, wenn es so sehr nass wird, dann reißt es hinterher, wenn man Pech hat. Deshalb male ich hier mit unverdünnter Farbe und suche mir direkt am Anfang hier schon mal so ein paar prägnante Symbole in der Mitte raus, von denen ich mich dann nach außen orientieren kann. Falls zum Beispiel jetzt ich beim Bemalen feststelle, dass der Maßstab nicht ganz stimmt und ich da ein bisschen nachjustieren muss. Und wichtig an dieser Stelle zu erwähnen, das ist so die grobe Vorarbeit, um zu wissen, wie das Motiv hinterher aussieht. Die Detailarbeiten finden auf dem Banner statt, wenn es aufgeklebt ist. Und da kann man auch noch an einigen Stellen vielleicht ein bisschen was abändern, wenn da was nicht ganz passt. Denn das ist das Schöne an unserem Hobby und der Arbeit mit Farben. Wenn was nicht so ist, wie uns wir das vorstellen, kann man einfach nochmal nacharbeiten. Ihr seht im Prinzip ganz einfach, je besser ihr euch die Skizze hier draufgesetzt habt, umso einfacher ist natürlich auch das Ausmalen der Stellen. Außen werde ich wahrscheinlich gleich einmal mit Celestra Grey lang gehen, damit ich hinterher nur noch die blauen Schachbrettteile ergänzen muss. Aber jetzt erstmal zu dem hinterher goldwirkenden Adler, der oben über der Ultima sitzt und unten dem Lorbeerkranz. Hier haben wir diesen Adler. Wichtig, das ist kein imperialer Aquila, der hier drauf kommt. Sondern es erinnert so ein bisschen mehr an die römischen Legionen. Auf ihren Standarten ja auch einen sehr markanten Vogel drauf. So, dann haben wir hier so den Bereich mit dem Kopf. Und die Details arbeite ich ja sowieso hinterher nochmal raus. Da ist es vielleicht nicht so schlimm, wenn das jetzt noch nicht hundertprozentig so ist, wie ich mir das letztendlich vorstelle. So, jetzt habe ich mir noch einmal das Bild in einer etwas vergrößerten Variante aufgemacht, hier auf meinem Computerbildschirm, und stelle fest, dass das hier gar kein Bogen ist, wie ich den aufgemalt habe, sondern eher eine etwas geradere Linie. Das heißt, das kann ich auch nochmal nacharbeiten. Dann hier die Spitze der Flügel, dann geht es wieder runter, ungefähr so. Dann haben wir hier in dem Bereich die Füße mit den Federn entsprechend und das Tierchen steht auf einer Kugel und die Kugel füllt den Innenbereich der Ultima komplett aus. Das heißt, hier kann ich auch einfach komplett den Innenbereich damit ausmalen.
So. Was mir jetzt schon auffällt, dass das nicht ganz gleich ist, dass hier vielleicht noch ein bisschen mehr hin muss. Dann haben wir noch den Lorbeerkranz, der hier außen rum geht. Dann beginne ich mit dem Strunk, das ist dem, was in der Mitte die Blätter zusammenhält. So. So. Und dann haben wir hier die einzelnen Blätter, die skizziere ich grob schon mal an. Wie gesagt, das wird dem nachempfunden, wie das da drauf ist. Weil ich es ja nicht einfach nur kopieren möchte. Da könnte ich mir genauso gut das Bild auf Decalfolie aufdrucken oder drucken lassen und das dann aufziehen oder direkt die Decals von ForgeWorld besorgen. Aber da kann man natürlich dann auch nicht mal ebenso malerisch etwas variieren, wie man bei der Technik die Möglichkeit hätte. So, das ist schon mal grob vorskizziert dafür. Dann haben wir noch diese Plex in der Mitte, Namensschilder? Ich glaube, Namensschilder ist ein gutes Wort dafür. Und zwar haben wir hier einmal eins, dem hinterher Ultramarines draufsteht bei dem Originalbild. Hier wird es vielleicht der Einfachheit halber sowas wie Ultra oder einen Planetennamen, einen kurzen, mir fällt da zum Beispiel Kauf ein, den man nehmen könnte. Das liegt dann in eurem Ermessen. So, darunter haben wir die nächste Plecke mit der 13. Weil die Ultramarines sind ja nun mal die 13. Legion. 13. Legiones Astartes. So, und darunter haben wir nochmal so einen kleineren Kreis mit einem geflügelten Symbol. Wenn ich mir das jetzt so angucke, eigentlich sind diese Blitze und Strukturen, die hier noch drauf sind, auf dem Bild, was ich jetzt habe, in ungefähr dem Silberton, was der auch diese Namensschilder sind. Ich habe aber das Bedürfnis, diese auch gülden zu machen. Ich weiß nicht genau warum, aber deshalb schnappe ich mir nochmal Steel Legion Trap. Arbeite hier die Farbe ein. Hier schon mal grob die Linien. Am Ende zum Beispiel diese Pfeilspitze, die da unten wäre, die lasse ich jetzt mal weg. Die kann ich dann hinterher aufmalen, wenn das Kalligrafiepapier auf das Modell aufgebracht wurde. So, hier haben wir Blitze. Blitze sind ja ein sehr prominentes Symbol zu Zeiten der Häresie gewesen oder auch Pre-Häresie. Deshalb arbeite ich die auch hier ein, wenn ihr zum Beispiel jetzt einen 40k Fantasy oder was auch immer Banner macht, orientiert euch einfach an dem, was euer Hintergrund so hergibt und malt da auch am besten die Motive nach. So, diese Linie geht allerdings von hier unten noch weiter hier hoch, durch die Ultima durch bis nach oben zu dem Adler. Dann haben wir auch noch hier Blitze und hier auch noch. Also sehr viel Blitz in dem Motiv. Aber kein Problem, wir können das ja machen. So, jetzt abseits der Kamera, weil das Ganze sonst ja so zu langweilig werden würde für euch, male ich mit Cantor Blue die blauen Passagen hier. Arbeite dann hier auch schön diese ganzen Lücken dazwischen aus. Und dann bemale ich nochmal mit Celestra Grey außen diesen Bereich. Oder ich versuche sogar schon dieses Schachbrettmuster aufzuarbeiten. Das weiß ich noch nicht genau. Dann lasst euch mal überraschen, was ihr jetzt gleich seht, bevor wir dann das Kalligrafiepapier auf das Banner aufbringen.
Mit allen Farben drauf sieht das Kalligrafiepapier erstmal so aus. Nicht so richtig spannend, nicht so richtig spektakulär. Aber das kommt noch. Zunächst kommt das Rendezvous, das Banner mit unserem Kalligrafiepapier. Also das muss da drauf. Das mache ich in mehreren Schritten. Zunächst werde ich das Banner und das Kalligrafiepapier von hinten mit etwas Leim bestreichen und dann hier aufbringen. Und dann schon mal so etwas festdrücken, damit es so in etwa passt. Wenn das durchgetrocknet ist, werde ich mit einem Bastelmesser entsprechend hier entlang schneiden überall, damit auch das Kalligrafiepapier in die Form, in dieses Inlet des Banner passt und hier oben diese Stelle auch nochmal etwas mehr Aufmerksamkeit bekommt, da diese nachträglich natürlich noch verändert werden muss optisch. Und danach wird das Ganze nochmal mit Leim übermalt. Aber beginnen wir mit dem ersten Schritt. Wie gesagt, ich habe das Banner in Weiß grundiert, ganz einfach, nichts Besonderes mehr dran gemacht. Und jetzt nehme ich mir ganz normalen Holzleim aus der Tube. Den könnte man theoretisch ein bisschen verdünnen für diesen Schritt. Aber, auch da wieder, wenn das Kalligrafiepapier zu nass wird, dann reißt es leicht und das wollen wir nicht. So, also einfach mal einen bisschen Leim. Hier kann man noch ein bisschen Wasser aus dem Malglas nehmen, damit auf das Banner drauf. Wir wollen erstmal so eine grobe Grundlage schaffen, mit der wir gleich weiterarbeiten können. So. Auf die Rückseite des Kalligrafiepapiers kommt auch noch mal ein bisschen Leim und da seht ihr es schon, es färbt sich schon durch an manchen Stellen. Wenn das dann zu feucht wäre, würde es reißen. Deshalb Obacht an dieser Stelle. Denn das wollen wir nicht unbedingt. So. Nun kommt der spannende Transfer. Ich nehme mir das Banner zur Hand und babsch das hier so drauf. Plöpp. Tada. Also kurz und schmerzlos. Relativ mittig draufgelegt, wenn man von hinten guckt. Jawohl. Und drücke jetzt hier schon mal bei der unten liegenden Struktur des Banners das Kalligrafiepapier ein bisschen an. Und der große Vorteil jetzt davon, weil es so dünn ist, legt es sich hier schon wunderbar um diese Kanten, wo ich gleich nur noch entlang schneiden muss. Jetzt könnte ich mir natürlich auch noch einen Pinsel oder ein Modellierwerkzeug nehmen und hier auch noch mal ein bisschen lang streichen. Das dann ein bisschen mehr in die Vertiefung reinzuarbeiten. So, und auch noch mal hier oben ein bisschen drüber. Auch schon mal das ein bisschen aufzunehmen. Dann brauche ich vielleicht nachher nicht mehr so viel wegschneiden, wenn ich jetzt hier bisschen das Papier in die Vertiefungen des eigentlichen Banners schon reindrücke. Denn durch die Feuchtigkeit des Leim ist das Kalligrafiepapier von der Struktur so, dass man es etwas strecken und verbiegen kann und es sich dann auch hier der Form auch ein bisschen anpassen würde. So, nachdem das soweit fertig ist, lasse ich das Ganze natürlich jetzt nochmal gut trocknen, ein paar Stunden, bevor wir weitermachen und hier diesen Rand entfernen. Als nächstes kann ich mir nun ein Bastelmesser nehmen und dieses Banner. Das Bastelmesser sollte recht scharf sein, ganz wichtig. Und jetzt kann ich hier mit dem Bastelmesser, weil wir hier wunderbar diese Borte um das Banner drumherum haben, kann ich hier in dieser Kante Stück für Stück vorsichtig das da war es noch nicht ganz trocken, das Kalligrafiepapier einschneiden.
ich auch mal kurz hier so drüber schneide. Auch wahrscheinlich gleich ein Stück entfernen. Das ist dieses wenig Druck ausüben auf das Papier. Vorsichtig das Messer drüber ziehen. So. Und dann mal gucken, wie viel wir hier gleich abbekommen und wie gut das Ganze abgeht. Und das sind dann Schritte, die ihr einmal außen rum machen könnt. Je nachdem, auf was für eine Bannerform ihr euer Kalligrafiepapier auftragt. Wenn es eher so was Flaches ist, braucht ihr nur einfach an der Kante entlang das Papier abschneiden und danach nochmal versiegeln. Hier muss ich natürlich gucken, dass ich diese Borte als Linie nutze, um das zu trennen. Das werde ich natürlich jetzt ganz vorsichtig einmal außen rum machen und Stück für Stück das Papier hier entfernen. Und wenn ich das gemacht habe, ziehe ich einmal eine komplette Schicht aus Bastelleim oben über, die dann auch über diese Borte, über diese Kante geht, um das Ganze schon mal zu versiegeln, damit sich hinterher das Kalligrafiepapier nicht mehr vielleicht noch löst. Und wenn das fertig ist, zeige ich euch dann gleich einmal das Ergebnis, bevor wir dann in die Symbole ein wenig tiefer reinbringen. Wenn der Leim getrocknet ist, haben wir dann das Banner so in etwa. Und es fällt schon auf, diese Streifen in Celestra Grey sind jetzt hier auf dem Banner selbst nicht gleich. Das heißt, ich werde hinterher, wenn wir das nochmal weiter bemalen, hier diesen Streifen Celestial Grey etwas herausarbeiten. Den natürlich auch hier unten noch etwas schmaler machen. Das Schachbrett muss da vielleicht schon mal reinarbeiten. Hier vorne die Ränder auch vielleicht schon mal bemalen. Ich weiß noch nicht, welche Farbe das genau wird. Vielleicht ja eine Farbe, die hier gar nicht reinpasst sonst eigentlich. Danach wird das Ganze dann mit Agrax Earth Shade sozusagen ineinander verschmolzen. Und dann bemale ich hier bei diesen ganzen Sachen die Details raus. Hier bei dem Steel Legion Drap über einen beige Knochenton. Das Celestra Grey wird einfach weiß. Das Mechanicum Standard Grey wird, ja, ich weiß noch nicht, über irgendwelche Grautöne hochgezogen und in der Mitte was reingeschrieben, genauso wie hier. Und das Blau über Cantor Blue, Allied Talk Blue, vielleicht hier in den Falten ein bisschen noch mit Fenrisian Grey gemischt, dass wir dann da auch etwas tiefer reinbekommen. Kommen wir zum tatsächlichen Paint Job hier am Banner. Wir haben hier erstmal das Problem, dass das Banner total mies glänzt im Licht. Das werde ich jetzt als allererstes beseitigen, indem ich einmal eine dünne Schicht Lamihen Medium hier drüber ziehe. Sonst könnte es natürlich sein, dass wir aufgrund der Lichtreflexion während des Anmalens mal auch vielleicht Highlights falsch setzen. Deshalb hier einmal eine Schicht Lamihen Medium. Diese wirkt nämlich so ein bisschen wie ein Mattlack. Was natürlich hier für uns erstmal ganz gut ist. So. Wenn es jetzt gleich ein bisschen sehr stumpf wirkt, keine Panik. Da malen wir ja nochmal drüber. So. Nachdem das jetzt erledigt ist, einmal die Farben für heute. Und zwar
Kantor Blue, Alaytok Blue und Fenrisian Grey für die blauen Farbelemente. Für dieses, nennen wir es mal, Semi-Gold Steel Legion Drap, Rakath Flash, Ushabti Bone und Screaming Skull, da wir in so einen leichten Beige-Ton damit gehen wollen. Für die weißen Elemente Silestra Grey, Palette Witch Flash. Und für diese Namen-Plaques, die es da gibt, Mechanicus Standard Grey, Dawnstone, Administratum Grey. Und für mögliche Schrift drauf nutze ich nochmal Mechanicum Standard Grey und oder Dryad Bark. So, wichtig zu erwähnen, es geht hier um das Inlay des Banners, also tatsächlich das, was hier bunt ist. Den Rest werde ich nachher noch, nur noch erklären, was so außen rum kommt und euch das dann kurz fertig zeigen. Also wir arbeiten jetzt nicht hier mit Metalltönen. Hier hinten die Hand und diesen Rand vom Banner. Das mache ich alles gleich abseits der Kamera, wenn wir hier soweit fertig sind. So, was natürlich als erstes auffällt, hier dieser eine Rand ist ein bisschen schmaler als der andere. Und das gilt es jetzt einmal als allererstes anzupassen. Ich nehme mir dafür Silestra Grey. Und versuche das trotz des heute vorherrschenden extrem warmen Wetter hier vernünftig hinzubekommen. Das heißt, ich arbeite erstmal wieder diese Fläche hier vorsichtig aus, damit wir hier einmal das flächig mit Silestra Grey bemalt haben, bevor ich nämlich mit dem Blau anfange und hier an diesen Stellen auch langsam das Schachbrettmuster einarbeite, muss ich natürlich die beiden Grundschichten, dieses gräuliche, das helle, kalte, gräuliche, einmal bearbeiten. So, hier ist es nicht schlimm, wenn ich über den Rand komme, an diesen Stellen, da ich diesen hier sowieso nachher nochmal bemale. Hier ist eine kleine Macke drin, die versuche ich nachher so aufzuarbeiten, als wäre da vielleicht sogar ein Loch oder ein kleiner Riss, der im Kampf dazu kam. Diese weiße Fläche arbeite ich bis hier hinten rum. Also diese später weiße Fläche arbeite ich bis hinten rum. Und jetzt muss ich natürlich auf der anderen Seite das auch nochmal anpassen. Das heißt, mit etwas hier viel muss ich jetzt hier diese Linie nachziehen. Um die Fläche etwas zu verbreitern. Darf aber auch nicht zu nah wieder an das Motiv drankommen. Da das Ganze dann natürlich auch wieder unproportional aussehen würde. So. Dann natürlich hier auf der Seite auch nochmal das Silestra Grey nachgemalt, angepasst und hier in diese Rille zwischen Bannerrand und dem tatsächlichen Kalligrafierpapier eingetragen oder aufgetragen. Und einmal hier hinten rumgezogen. Ja, fast. Wenn ich jetzt hier unten schaue, von der Höhe, passt das in etwa. Aber das Banner ist ja auch so ein bisschen hier in einer Falte gelegt. Ich
Hier unten noch so ein ganz bisschen. Vielleicht mal gucken, dass ich danach justiere. So. Mehr muss ich da aber auch gar nicht machen. So, als nächstes, bevor ich wirklich mit dem Blau anfange, das nachzumalen, arbeite ich jetzt das Schachbrettmuster rechts und links ein. Das heißt, ich nehme mir erstmal Cantor Blue und lege los. Warum mache ich das jetzt und mache nicht erst die weißen Passagen fertig, um dann das Schachbrett einzuarbeiten, um einfach einen besseren Effekt zu bekommen und auch nochmal nacharbeiten zu können? So, mit Cantor Blue ziehe ich jetzt erstmal Freehand hier zwei Linien runter. Um ungefähr eine gleiche Teilung zu erhalten. Aus der ich gleich mein Schachbrett mache. Es bedarf natürlich etwas Konzentration. Das Gute ist, wenn ich die Farbe nicht zu dick auftrage, kann ich hier auch einfach nochmal hin und her malen, hin und her operieren. Wenn ich jetzt manche Flächen ein bisschen zu viel blau setze, kann ich dahinter mit dem Celestra Gray nochmal drüber gehen, um das nochmal etwas nachzubessern. So, dann werde ich jetzt einmal hier die erste Schachbrettkästchengröße festlegen. Diese beginnt hier oben mit einer Linie. Und wenn ich jetzt von hier schaue, muss ich ungefähr hier hin, damit es wirklich Quadrate sind und keine Rechtecke. Und jetzt kann ich hier eine gedachte Linie durchziehen, durch diese und diese Kante bis hier oder von hier bis hier und weiß, wo dann ungefähr das nächste Schachbrett sein muss. So, dann Pinsel zwischendurch ausgewaschen. Weil er hier recht fein sein muss, denke ich mir wieder von hier nach hier in der Linie durch und weiß, dass das nächste Schachbrett in etwa hier sein muss. Und wieder hier in der Linie durchgedacht und in etwa hier kommt die nächste Horizontale hin. So, und so arbeite ich mir das jetzt über das ganze Banner, über die ganze Länge aus. Auch auf der anderen Seite. Und dann beginne ich schon mal die blauen Flächen zu malen. Also ich male alles, was blau ist, nach. Hier oben in den Falten lasse ich in den Vertiefungen ein bisschen noch das Geschädete zu sehen. Und das mache ich bei den Schachbrettmustern im besten Fall, dass ich die Farbe erstmal so von der einen Seite lang ziehe. Und dann hier den Rest, das letzte Stückchen von oben und unten nachmale. Dann habe ich das relativ mittig da drin, hier auch wieder, einmal von oben, hier, mittig und so. Und das nächste. Da kann ich natürlich hier wunderbar eine Linie entlang ziehen und hier direkt nach außen wegmalen, weil da ja sowieso der Bannerrand ist. Und hier wieder. Von außen, von der blauen Fläche hier reingemalt. Hier einmal das sauber runtergezogen. In der Hoffnung, dass ich jetzt hier nicht groß irgendwie übermale. Und hier das nächste seitlich gezogen. Und einmal hier noch einen abschließenden Strich. So, und das mache ich jetzt auf das ganze Banner und dann zeige ich euch, wie es dann danach auch so aussieht. Nach Cantor Blue sieht das Ganze so aus. Lasst euch jetzt nicht ins Boxhorn jagen. Hier auf der Seite sieht es recht fransig und ausgefressen aus. Es liegt aber lediglich daran, weil wir ja da so eine Art Borte haben, die ich hier sowieso nochmal übermalen werde. Das heißt, da hätte ich, wenn es sein müsste, natürlich auch sauberer gearbeitet. Jetzt werden wir uns einen Zwischenton mischen zwischen Cantor Blue und Alaytok Blue. Und dafür nehme ich hier so eine Klarsicht-Plastikunterlage, um mir da so eine Art temporäre Palette draus zu basteln und beginne hier unten erstmal mit ein paar Tröpfchen Lamien Medium als Verdünner
und mische mir jetzt hier 50-50, circa 50-50 aus Kantor Blue und Alitok Blue, um jetzt beim Schichten den Ton genau dazwischen zu haben und nicht direkt mit einem sehr harten Kontrast zu Alitok Blue hochzugehen. So, das waren 4 Pinsel. 1, 2, 3, 4 in etwa. So, das Ganze mische ich jetzt hier einmal zusammen. Und dann wiederhole ich prinzipiell den Schritt, den ich gerade auch schon hatte. Und arbeite alle blauen Flächen nach. Wobei ich allerdings hier schon schaue, dass ich oben in der Falte Platz lasse. Also diese dunklere Farbe von Kantor Blue durchschimmern lasse. Und vielleicht hier unten nur eine dünne Schicht davon auftrage. Deshalb starte ich auch direkt mal hier oben. Da mische ich nochmal ein bisschen Wasser bei. So. Gerade die heutigen klimatischen Verhältnisse sind dafür nicht ganz so gut, aber muss ja gemacht werden. So, und zwar male ich diesen Farbmix jetzt hier so auf, dass ich oben in etwa die Falten noch nachmale, dass man die noch erkennen kann. Also in etwa kann man das, glaube ich, auf der Kamera sehen. Und das mache ich jetzt einmal fürs ganze Banner. Komplett runter mit einer dünnen Schicht. Dann gucke ich mal, ob wir noch eine zweite brauchen. Und hier könnt ihr natürlich dann auch gleich die Kästchen im Schachbrettmuster mitbemalen. Nach einer dünnen Schicht mit Ton sieht das Ganze jetzt so aus. Und ich werde diesen Schritt auch noch einmal wiederholen, also ein zweites Mal mit diesem Mittelton in einer dünnen Schicht hier übermalen, um das Farbbild etwas prägnanter darzustellen. Hier kann ich natürlich dann auch schon schauen, dass ich vielleicht hier unten dieser Falte nicht komplett mit der zweiten Schicht über diese Stelle drüber gehe, um das da schon mal ein bisschen dunkler, nicht ganz so farbintensiv zu halten, um einen, naja, relativ sanften Übergang zu erzeugen. Und auch den Schritt muss ich dann natürlich wieder über das komplette Banner einmal durchführen. Und die Farben auch in den Schachbrettmustern aufhellen. Als nächstes möchte ich, glaube ich, noch einen Zwischenton setzen und möchte da ein Mischverhältnis von 2 Teilen Kantor Blue zu 4 Teilen Alitok Blue erzeugen. In der Hoffnung, dass auch das wieder den Übergang etwas, naja, glatter, weicher gestaltet und ich nicht so ein ganz extrem helles Blau bekomme fürs ganze Banner, sondern das Ganze im Farbverlauf ein wenig abfedern kann. So, 2 Teile davon und wie eben 4 Teile Alitok. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Das Ganze wird dann gemischt. Natürlich auch wieder ein bisschen Lamieren Medium, um die Konsistenz hier etwas länger zu halten. Ich befürchte fast, dass ich den Weißabgleich nicht richtig eingestellt habe, weil wenn ich es auf Display der Kamera mal gucke, ist es nicht ganz der Farbton, den ich hier real vor mir sehe. Aber mit einem Mischverhältnis von
2:4 arbeite ich trotzdem. Also da könnt ihr euch dann dran orientieren. So, und jetzt wieder wie eben der Versuch mit dünnen Schichten hier das Ganze ein bisschen aufzuhellen. Und bald wird es Zeit für einen feineren Detailpinsel, wenn ich mir das so angucke. Dann haben wir hier noch diese Falte. So arbeite ich jetzt, wie eben auch schon, das ganze Banner einmal in zwei dünnen Schichten oder auch so gesagt zweimal mit einem dünnen Farbaufstrich nach. Und wenn ich dann mit diesen beiden Schritten fertig bin, zeige ich euch mal das Ergebnis. Auch hier bei dieser Falte lasse ich dann so ein bisschen was immer weniger an Farbe drauf, damit man dort auch einen leichten Farbverlauf erkennt. Der nächste Schritt mit unserem Banner hier wird jetzt ein Akzent auf den Falten, die sich oben in der Nähe der Querstange bilden. Dafür nehme ich mir erstmal wenig reines Aleiter Blue mit Lamieren Medium gemischt. Das war jetzt eine Pinselmenge, wenn ihr das gleich nachhalten wollt. So, dieses Aleiter Blue relativ dünn. Versuche ich jetzt hier einmal entlang der größten Falten aufzutragen. Ungefähr so. Jetzt kann ich hier nochmal vorsichtig ein zweites Mal rübergehen. Und weil wir hier diese Linie noch nicht abgeschlossen haben, führe ich die hier noch mal ein bisschen weiter, damit das passender aussieht. Und hier oben können wir das Blau auf der Querstange auch noch mal ein bisschen bearbeiten. Dass man da einen leichten Reflex hat, genau wie hier hinten schon mal. Ein bisschen was Abschließendes. So, nach diesem Akzent denke ich mir, jetzt reicht das noch nicht ganz und füge nochmal ungefähr genauso viel Fenrisian Grey dazu. Vermische das Ganze einmal. Ergänze noch ein bisschen Wasser. So. Und damit ziehe ich jetzt noch ein weiteres Highlight. Und zwar hier bei diesem Streifen, genau oben auf der Kante, wo sich das Licht brechen würde, mittig vom kompletten Banner. Hier hinten kann ich den Rest jetzt einmal mit dem Finger ganz schnell wegstreifen, was ich gerade gemacht habe, weil die Farbe so feucht ist. Genauso hier. Und hier und an dieser Falte auch noch einmal. Das ist wirklich mini wenig, schafft aber hinterher einen ganz schicken Effekt. Genauso sollte ich hier oben einmal dieser Stoffbruchkante hier einmal was drüber malen
Und nicht zu vergessen, hier ganz oben auf der Querstange des Banners mir noch ein paar Punkte bei diesem Blau suchen, die auch noch mal etwas davon abbekommen. So, das sollte eigentlich jetzt der Blauton sein. Mehr wollen wir da nicht. Das Banner sieht natürlich im Ganzen jetzt ein bisschen komisch aus, weil das Blau, was hier außen um die Symbolik rum ist, heller ist als die Symbolik selber. Dadurch wirkt es komisch, ich gebe es zu. Und deshalb werden wir jetzt langsam beginnen, das mal auszuarbeiten. Ich nehme mir jetzt Celestra Grey, arbeite hier diese ganzen kleinen Kästchen und die Ultima einmal nochmal aus. Und im selben Schwung nehme ich mir Mechanicum Standard Grey und arbeite hier diese zwei Kugeln und diese Wort- bzw. Namensplakette nochmal aus. Das mache ich off-cam, weil ich jetzt sehr viel mit Verdünnen und hin und her arbeiten muss, weil es einfach hier zu warm ist, um das kontinuierlich mit euch zu machen. Nachdem nun hier die Farbe getrocknet ist, muss ich als nächstes mir überlegen, wie ich weitermache. Ich glaube, die Plaketten kommen als nächstes. Dafür nehme ich mir Dawnstone und male die Plaketten noch einmal nach. Allerdings so, dass der äußerste Rand dunkel bleibt. Das heißt, ich nehme mir das Dawnstone, arbeite zum Beispiel an diesen Außenstücken. Nur so schmale Linien ein. Und im inneren Stück lasse ich auch einen Rand stehen und ziehe den Rest einmal nach. Und ungefähr genau so werde ich gleich auch bei den Elementen mit Celestra Grey nochmal mit Palette Witch Flash nacharbeiten. So, das ist ungefähr unsere erste Plakette. Dann werde ich hier nochmal die Kante etwas spitzer zulaufen lassen. So, dasselbe kann ich auch mit dem Kreisen darunter machen. Und jetzt beginnt es so langsam aber sicher besser auszusehen, da die Elemente auf der blauen Fläche langsam aber sicher heller werden. Also von der tatsächlichen Helligkeit der Farbe als die Fläche selbst, was ja vorher optisch noch etwas abgelenkt hat, beziehungsweise gestört hat. So. Und da diese Plakettenelemente hier aufgestickt sind auf unser Banner, brauchen wir da nicht irgendwie jetzt noch einen dreidimensionalen Farbverlauf draufmalen. Wir können einfach die Elemente so ausarbeiten, wie sie sind. Wäre natürlich jetzt hier so eine extrem starke Falte. Da müsste man sich überlegen, wie man diese Falte dann tatsächlich auch nochmal aufnimmt im Schattenverlauf. Da könnte man zum Beispiel dann ein Stück von der Fläche, was wirklich in die Falte reingeht, auch nochmal in dem dunklen Mechanicum Standard Grey belassen. So, unser Kreis hier unten ist nicht hundertprozentig so rund, wie wir ihn wollten. Ein bisschen besser. Und jetzt nehme ich mir Administratum Grey und ziehe schon mal Linien hier rein. Einmal außen um die Plakette um zu.
als wäre dort eine höhere Kante eingearbeitet. Die dann hier auch mit einem helleren Faden eingestickt wurde. Das bedarf natürlich einem feinen Pinsel und etwas Konzentration. Aber liegt alles im Bereich des Machbaren. So. Hier außen auch nochmal. In der Mitte der äußeren Fläche. Und jetzt muss ich hier diese Linie noch ein bisschen besser verbinden. Ungefähr so. Und das Ganze wiederhole ich jetzt auf den unteren beiden Plaketten auch nochmal. Da mache ich auch nochmal jeweils einen Rand. Und danach nehme ich mir Palette Witch Flash und arbeite genauso in der Fläche nochmal die weißen Elemente auf. Nach den blauen Elementen wird es Zeit für kleine Inschriften auf den Plaketten. Dafür nehme ich mir jetzt einmal Dryad Bark zur Hand, um einen doch recht guten Kontrast zu dem Blau, zu dem Grau zu haben. Nun könntet ihr hier natürlich alles Mögliche draufschreiben, Ultra, Macrack, was auch immer. Dieses Banner hier kommt aber von einem anderen Planeten. So, nein, da war zu viel Farbe drauf. Das Ganze mit Ruhe, mit Geduld. Und ein paar feinen Linien. Rundungen sind natürlich jetzt hier wieder entsprechend etwas schwieriger. Aber auch das ist machbar. Jetzt muss ich mir einmal meine Vorlage anschauen. In die oberste runde Plakette kommt nämlich jetzt die Legionsnummer. Einmal ein langgezogenes X, um die Fläche halt vernünftig zu nutzen. Dann 1. 2, 3. Die 13. Legiones Astartes. So. Da arbeite ich gleich noch mal ein bisschen mit Grau nach. Und unten könnte irgendein Symbol rein. Nehmen wir hier mal so ein Symbol, was ein Totenschädel sein könnte. So, Punkt. Fertig. Jetzt muss ich einmal bei der 13 noch ein bisschen was nacharbeiten, weil ich da ein bisschen geschlampt habe. Wieder zu viel geredet.
Also nehme ich mir nochmal Dawnstone. Okay, gut. Jetzt, weil das hereingestickt ist und an der Plakette nachempfunden sein soll, nehme ich mir nochmal Administratum Grey. Das hellere Grau, was ich auch für die Ränder genutzt habe. Werde jetzt unterhalb, zum Beispiel der Linien hier, nochmal versuchen, sowas wie einen kleinen Lichtreflex zu setzen. Als wäre das eine Plakette, in die dann etwas reingefräst wurde und wo sich unter der Fräsung so ein kleiner Reflex bildet. Muss halt auch nicht groß sein, muss nicht viel sein. Es gibt natürlich auch Menschen, die können Freehands viel besser. Ich denke mal, das ist eine Möglichkeit, wie ihr alle ganz einfache Freehands umsetzen könnt. Und da muss ich gleich noch wieder mit Braun dran. Natürlich hier eine lange Linie. Oben ziehe ich auch einmal eben durch. Ich muss ja sowieso noch mal mit Riot Bark hier ran. Also kann ich das auch noch mal nacharbeiten. Und hier diese diagonalen Balken der Zehen kriegen da auch noch mal ein bisschen was. Und ich merke gerade, nicht vergessen, hier unten ist ja auch noch so eine kleine Fräsung drin. So, jetzt nochmal Dryad Bark. Und dann brauche ich mich nur noch dem Vögelchen, dem Blitzen und dem Lorbeerkranz widmen. So. Nochmal Dryad Bark zum Nacharbeiten. Zum Beispiel das C. Ein bisschen deformiert worden. Und hier unten die 13. Kann auch noch ein bisschen klarere Linienführung vertragen. So sieht das aus. Und so langsam haben wir dann unser Banner fertig. So, gut. Dieses Banner kommt von Kalz. Ob es jetzt an Kalz erinnert oder ob es einem Regiment zugehört, was auf Kalz stationiert ist. Man weiß es nicht. Jetzt nehme ich immer aber auf jeden Fall, das ist nämlich was, was man weiß, Steel Legion Drap, was die Grundfarbe für Vogel, Blitze und Lorbeerkranz war. Und arbeite diese Elemente hier noch einmal nach, so dass sie auch gleich wirklich gemalt werden können. Das, was wir uns auf dem Kalligraphiepapier vorgemalt haben, kann man immer so als ungefähre Blaupause betrachten. Da wir die scharfen Kanten und die ganz genauen Details ja sowieso jetzt erst richtig einarbeiten. Zum Beispiel hier die Spitzen der Blitze. Die sind ja während des Übermalen, des Akzentuieren des Blau auch komplett verschwunden. Die habe ich übermalt. Das arbeite ich jetzt alles nochmal raus.
das gleich zu akzentuieren. Genauso die Blätter des Lorbeerkranz. Die genaue Form des Vogeloben wird auch gleich nochmal rausgearbeitet. So. Und dann, wenn ich damit fertig bin, zeige ich euch den Schritt zu den Highlights, wo ich jetzt hier bei dem Ding eher in eine Richtung Beige-Ton gehe, über Karak Stone, Ushabtiborn. Wenn ihr da sagt, okay, dann möchte ich aber vielleicht einen eher goldenen Ton haben, der so ein bisschen goldener aussieht, könnt ihr da auch zum Beispiel über Zendry Dust und Bane Blade Brown euch hocharbeiten. Da könnt ihr natürlich dann die Farben auch austauschen, wenn es jetzt um dieses Motiv geht. Ansonsten sind natürlich alle Farben möglich. Wichtig nur, wenn ihr ein Banner bemalt, wo ein Metall dargestellt sein soll, achtet darauf, dass ihr keine Metallfarbe nutzt, sondern eine Farbe, die in die Richtung farblich geht. Zum Beispiel habt ihr ein Banner, wo ihr ein silbernes Schwert, eine Axt oder eine Rüstung malen wollt, dann nutzt Grautöne. Wollt ihr etwas Bronzenes, nutzt Braun- und Rottöne. Wollt ihr etwas Goldenes oder Messingfarbenes, arbeitet über Steely Dundrap, Karak Stone, Ushabtiborn, Screaming Skull oder über Steel Legion, Drap, Zendry, Dust, Bane, Blade, Brown und dann gegebenenfalls nochmal einen helleren Knochenton. Ob es jetzt da Ushabtiborn oder Screaming Skull ist, der dazu zum Beispiel passt, weiß ich nicht genau. Und so könnt ihr dann die Farben eures Banners anpassen. So, jetzt habe ich hier in der Mitte diesen einen Blitz, der runtergeht. Den sieht man hier ein bisschen, dann da gleich oben, dann geht er hier runter. Genau, und ich arbeite das Ganze jetzt noch einmal abseits der Kamera aus. Dann machen wir gleich weiter. Nach dem Schritt mit Steel Legion Wrap nutze ich nun Karak Stone als Beige-Ton. Wie eben erwähnt, wer das noch nicht ganz so farblich mag, der kann vielleicht über Zendry Dust oder ähnliche Farben sich weiter orientieren. Und hier arbeite ich jetzt zum Beispiel einmal hier den Lorbeerkranz etwas aus, indem ich versuche jetzt hier mit dem Karak Stone den einzelnen Blättern etwas Form zu verleihen. Natürlich ist das Ganze optisch nicht unbedingt so, wie man es jetzt vom Profi erwarten würde. Oder derjenige, der das ausprobiert hat und sagt, nee, das ist nicht meins. Der hat natürlich auch immer noch die Möglichkeit, auf Decals zurückzugreifen. Aber wenn ihr sagt, nee, das ist meine Armee, dann will ich jetzt solche Freehands drin haben. Wäre es natürlich cool, wenn ihr euch ein bisschen hieran orientieren könntet. So, dann die andere Seite. Und so arbeite ich jetzt Stück für Stück die Strukturen aus. Beim Vogel oben zum Beispiel werde ich dann auch gucken, dass die Federn an den Flügeln ein bisschen besser zu erkennen sind. Wo ist Kopf? Wo ist der Schnabel am Kopf? Wo befinden sich Körper, die Beine, Krallen und wo beginnt die Kugel, auf dem der Vogel drauf sitzt?
diese Kugel versuche ich dann auch ein bisschen so darzustellen, als wäre sie dreidimensional ausgestickt. Da gucke ich mal, ob ich das schaffe. So, und hier unten haben wir dann die beiden Seiten, wo dieser Lorbeerkranz zusammengebunden ist. Tada! Prinzipiell würde ich sagen, es ist ganz einfach. Genauso arbeite ich natürlich auch noch alle anderen Elemente aus, die diesen, ich sag jetzt einfach mal, leicht goldenen Ton haben sollen. Wobei es natürlich ein Knochenton wird und kein richtiger goldener Ton. Hier die Blitze als Beispiel einmal. So, dass man daneben noch was von dem Steel Legion Drap sieht. Und die Spitze des Blitz. Okay, und das einmal bei allen Elementen. Nun kommt der nächste Schritt mit Ushabtibone. Ihr seht vielleicht hier schon, der Vogel hat jetzt tatsächlich schon ein bisschen Struktur bekommen, was ja vorher nur ein matschfarbener Blob war, ist tatsächlich jetzt fast ein Vogel. Und mit Ushabtibone wiederhole ich den Schritt von gerade nochmal. Nur dass ich jetzt hier zum Beispiel bei dem Lorbeerkranz gucke, dass man auch noch ein bisschen was von dem Karak Stone sehen kann. Und ihr solltet das vielleicht auch auf der Kamera sehen. So. Da schon mal das Gefühl von Dreidimensionalität zu erhalten. So ein bisschen so, als wäre es wirklich Metall nachempfunden. Und auch das ist wieder ein Schritt, den ich beim ganzen Banner wiederholen werde. Und bei Stellen, wo ich wirklich jetzt noch Formen ausdefinieren muss, wie zum Beispiel bei dem Vogel, gezielter mache und tatsächlich auch da vielleicht ein bisschen mehr Karak Stone stehen lasse, als zum Beispiel hier jetzt in den Lorbeeren. Und wenn der Schritt durch ist, wie gewohnt, sehen wir uns dann hier wieder. Und ich zeige euch, wie das Ganze aussieht. Kleiner Hinweis noch, bei den Blitzen ist es zum Beispiel jetzt so, dass ihr mit den helleren Elementen hier immer weiter in die Mitte geht. Und um da einen angenehmen Übergang und eine coole Optik zu erzeugen, lasst ihr zwischen vorne der Spitze und dem Strahl des Blitzes ein bisschen was von dem Karak Stone durchscheinen. Ungefähr so. Und wie gesagt, das ziehe ich jetzt durch und dann arbeiten wir mit der nächsten Farbe weiter. Im nächsten Schritt wiederhole ich genau das, was ich gerade eben gemacht habe, nochmal mit der Farbe Screaming Skull, also ein hellerer Ton, ein hellerer Knochenton. Und da fange ich jetzt mal hier zum Beispiel bei dem Blitz an. Da setze ich zum Beispiel die Farben nur noch hier in die Horizontale und vorne in die Spitze, genauso wie hier in die eigentlich gedachte Horizontale und die Spitze, um da auch einen minimalen Farbverlauf zu erzeugen. Genauso beim Vogel, Lorbeerkranz
der Kugel. Überall da füge ich ein bisschen Screaming Skull hinzu. Und versuche das Ganze optisch spannender zu gestalten. Hier habe ich keine horizontale. Deshalb einfach in die mittlere Linie. Wieder ein bisschen was hier in die Spitze. Und wenn wir damit durch sind, haben wir noch einen letzten Akzent vor uns und sind dann eigentlich auch schon fertig. Und nun als letztes nehme ich mir nochmal A Palette Witch Flash. Und damit brauche ich nur noch einige kleine Punkte aufbringen, um die Illusion von metallischem Glanz perfekt zu machen. Und das sind in etwa diese hier, die ihr gerade seht. Und damit haben wir prinzipiell unser erstes richtiges Freehand-Banner mit semi-komplizierten Symboliken hinter uns gebracht. Haben das fertig. Ich muss jetzt als nächstes den Thalamus mal kontaktieren und sagen, pass auf, wie hättest du denn gerne den Rand des Banners in welcher Farbe? Also hängt das auch vielleicht irgendwie mit einer Kompanie zusammen. Ist der Rand in Rot oder wie ist das gestaltet? Bevor ich das Ganze fertig mache. Aber dann habe ich es auch. Ich werde jetzt vorab, bevor ich da irgendwie eine Info habe, den Rand wahrscheinlich noch einmal in Schwarz bemalen, damit ihr das auf dem Foto auch entsprechend sehen könnt. Wo ist denn die Begrenzung? Und die Bannerstange werde ich auch einmal schon mal silbern bemalen. Aber alles das auf dem entsprechenden Foto. Und dann danke ich, dass ihr hier bei diesem Banner-Tutorial dabei wart. Wenn ihr noch weitere Ideen für Tutorials habt, könnt ihr diese auch gerne einmal in die Kommentarsektion schreiben. Wenn es vielleicht Modelle sind, die ich nicht besitze, gäbe es auch die Möglichkeit, dass ihr mir die zur Verfügung stellt. Dann ich euch ein Tutorial erstelle und danach die Miniatur euch wieder zukommen lasse. Ich möchte euch allerdings bitten, dies nicht als Paint-Job anzusehen, wie man ihn sonst von Bemal-Services hat. Es geht hier tatsächlich darum, dass ihr ein Tutorial habt, wie ihr eure eigene Armee bemalen könnt. Wenn ihr dazu motiviert seid. So! Ja, wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Das Banner habt ihr wahrscheinlich schon auf dem Bild zum Tutorial gesehen und